Sie sind hier, 18. August 2018, 20.22 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Pierre Michel Lasorga traf per Doppelpack zum HSV-Sieg. Urheberrecht Getty Images. Trotz einer schnellen Führung kommt der HSV bei Oberligist Erntebrück ins Trudeln. Der eine wechselte Pierre Michel Lasorga stellt die Weichen aber auf Sieg. Bundesliga-Absteiger Hamburger SV hat dank Joker Pierre Michel Lasorga eine erneute Pokalblamage verhindert. Der dreimalige Cupsieger kam beim Oberligisten TuS Erntebrück nach zwei Treffern des einen wechselnden Stürmers zu einem 5:3, 2:1 Erfolg. Seit der Saison 2012/13 ist der HSV bereits dreimal in der ersten Runde an unterklassigen Gegnern gescheitert. Im Siegener Leimbach-Stadion saß vor 13.588 Zuschauern zunächst nach einem ruhigen Pokalabend für den Favoriten aus. Kapitän Luis Holtby, 7. Foulelfmeter und Jan Fiete ab 10. sorgten für eine schnelle 2:0-Führung. Live-Ticker zum Nachlesen, Doppelschlag schockt HSV doch Tatsuya Yamazaki, 43. kurz vor und Niklas Hunold, 48. kurz nach der Pause schockierten die Gäste und sorgten für Spannung. HSV-Trainer Christian Titz bewies aber ein glückliches Händchen und wechselte Doppeltorschütze Lasorga, 64. und 66. ein. Alle Infos zur ersten Runde im Volkswagen-Pokal-Fieber am Dienstag, ab 19.30 Uhr live im TV auf Sport 1. Nach dem Anschlusstreffer von Till Hilchenbach, 71. musste der HSV noch einmal zittern, bis Orel Mangala, 90. traf. Alle Ergebnisse im Überblick nach dem ersten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte waren die Hamburger mäßig in die 2. Liga gestartet. Punkt. Gegen Holstein Kiel gab es eine 0:3 Heimniederlage, es folgte ein 3:0-Sieg beim SV Sandhausen.